Wird immer unlustiger. Das erinnert mich an Mario 3D World, wo man eine Plattform eingefärbt hat und das an 8-Bit Link gegeben hat. Stimmt, bei früher war das ein 8-Bit Mario. Ich glaube, irgendwo gibt es noch einen Luigi und dann später einen Link. Der war cool mit der Zelda-Musik dann. Musst du eigentlich Praktikas machen, was irgendwo? Nein. Wieso Praktika machen? Nee, ich muss sowas gar nicht. Bin ich auch sehr froh drüber. Gut, dann lauf dem Band. Was? Büchskugel? Bring die Achterkugel zum Ziel. Ja. Ich glaube, die Sachen, die ich schon mal gesehen habe als Videos, das kann, ich kann mich auch vertun, aber da, wo ich solche acht... Oh nein. Wir versuchen es mal hiermit. Muss ich sagen, die haben wir eigentlich schon. Nur das finde ich irgendwie komisch, weil die, da ist die Person, die das gemacht hat, mega ausgeflippt bei diesen Leveln. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein, hä? Ich meine nicht, ob du das machen musst, sondern ob du schon mal eins gemacht hast. Ach, muss Test, du eigentlich Praktika machen. Okay, Entschuldigung, dann habe ich mich verlesen. Weil ich habe muss gelesen und ich dachte, muss meinst du, ob ich aktuell welche machen muss. Okay, alles klar, das. dann ergibt das Sinn, alles klar. Ja, musste ich. Shit. Ich musste einmal halt um ich habe ja angefangen Ausbildung zum Verkäufer und da musste ich tatsächlich vorher auch ein Praktikum machen oder beziehungsweise ich konnte, das war halt hauptsächlich dafür da, um zu sehen, ob mir der Job überhaupt zusagt halt. Fand ich aber auch eine gute Sache so in dem Zusammenhang. Ja, sonst halt schulisch hauptsächlich Praktika für das irgendwelche Konservengläser im Hintergrund. Bei uns gab es zum Beispiel damals den Girls Day, der später auch zum Boys Day wurde. Oh, shit. Und der war dafür da, damit halt hauptsächlich Mädchen halt Berufe in Männerjobs kennenlernen. Weil das halt damals halt ja nicht so gang und gäbe war. Heute ja teils auch immer noch nicht, aber halt schon besser. Und weil, um halt wegen Gleichberechtigung und sowas gab es das dann halt umgekehrt auch für Jungs. Was nur ein bisschen schwer war, weil was sind halt typisch. Ich fand das immer schwer, was sind typisch Frauenberufe so. Und ich fand immer diese Aussage eigentlich so. Wie soll ich sagen? Ich fand das immer total unangenehm, so zu sagen, ja, jetzt muss ich mal einen typisch Frauenberuf suchen. Aber ist das nicht gerade das falsch daran? Mit den Gedanken festzuhalten, so, was ist jetzt ein typischer Frauenberuf und sich dann auch sowas zu suchen? Also, wisst ihr, was ich meine? Weil du musst ja erstmal, um sowas zu finden, überhaupt im Kopf haben, also erstmal das Klischee überhaupt im Kopf haben, wisst ihr? Und das fand ich halt damals echt schwierig. Ich habe dann halt im Kindergarten und einmal in der Grundschule, weil meist war es den Lehrern egal, weil man eh nichts Gescheites gefunden hat. Ja, und sonst habe ich noch, jetzt muss ich selber kurz überlegen, wir mussten einmal ein ganz langes Praktikum machen von der Schule aus. Das war, habe ich dann auch in der Grundschule gemacht. Und einmal beim Optiker. Das war interessant. Also das war richtig interessant, das muss ich sagen. Genau, beim Optiker habe ich, glaube ich, für 4 Wochen oder so. Und das war halt echt interessant, finde ich. Ja, und sonst weiß ich auch gar nicht, was ich noch für Praktika gemacht habe. Also sonst, glaube ich, nichts, was man jetzt böse gemeint. Aber wie soll ich das machen? Wenn die Kugel da wegrollt. Und ist auch schön, dass ich jetzt hier starten muss. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was ich sonst noch gemacht habe. Also mir wurde viele Praktika empfohlen, mal zu machen, aber die meisten Sachen waren halt alle, da sich das aktuell sowieso in meiner Situation nicht so ganz ergibt. Also manchmal sehe ich so Stellen, oder habe auch früher so in Stellen angefragt für bestimmte Sachen, aber irgendwie hat sich das dann nie ergeben, weil die mich nie genommen haben. Da lustig, dass bei manchen Sachen nicht einfach das gesagt wurde, dass man zu überqualifiziert ist. Das fand ich auch mal schön, so für Einräumjobs oder sowas.
hatte einen Kollegen, der hat da richtig lange gebraucht, sowas zu finden. War richtig, richtig lang. Optiker tauge ich bestimmt auch, weil ich immer, wenn ich meine Familie mit der ihre Brillen putze, weil mich das so fuchsig macht, wenn die Fingerabdrücke auf die Glas sind. Da willst du meine nicht mal in nah sehen, weil meine besteht nur aus Kratzern. Ich brauche schon seit Jahren eine neue Brille, ich kann mir aber keine Brille leisten. Das ist das Problem. Brillen sind so schweineteuer. Das kotzt mich an, weil ich brauche unbedingt eine neue. Deswegen wollte ich mal gucken, wie weit es gibt ja die Möglichkeit, das irgendwie von der Krankenkasse sich bezahlen zu lassen. Dann wollte ich mal mich recherchieren, aber ich habe das irgendwie bis heute immer noch nicht gemacht. Ah, jetzt hat es geklappt. Ich hoffe, das rollt jetzt auch sogar. Ja. Oh, jetzt hat das denn gerade nicht geklappt. Lustig ist ja auch, als ich das damals gemacht habe, musste man das auch in der Schule dann vortragen mit auch so einer Mappe. Da habe ich auch eine 1 für meine Mappe. Ich bin stolz. Und wow. Am wenigsten ist der Checkpoint jetzt hier nicht so weit weg. Und dann hieß das auch, in welchem Bereich. Und die Sache ist, da hatte ich erst wirklich so ein bisschen angemault, weil ich gesagt habe, ich setze mich jetzt bei den Handwerkern so hin. Weil, oder bei diesen, ja, jetzt nicht direkt Handwerk, aber so bei sowas in der Art, ne? Also es war jetzt Normalpraktikum. Weil die Sache war halt, ja, wow. Die Sache war halt, dass ich hauptsächlich dort in der Werkstatt war. Sehr viel Werkstattsarbeit, sowas. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Bestimmt mal schon. Wie war's? Meine Mutter hat auch 500 Euro für Gleichzeitsbrille bezahlt. Ich habe jetzt Werbung gekriegt für so eine Brille, die dann nur irgendwie 120 Euro oder so. Oder 119 Euro. Also das ist eigentlich recht billig. Habe ich auch erst überlegt, ob ich da mal irgendwie nachfrage. Klang nach so einem sehr interessanten Deal auch hin. Jetzt guck mal. Warum ist hier. Da steht dieses cool. Oh, ich hätte die da hochschubsen müssen oder so. Moment. Irgendwas jetzt falsch gemacht. Glaube ich. Ich heiße ja nicht Basilinus Basticus, wenn ich das nicht auf andere Art lösen würde. Ist das lustig? Ich bin gerade so in Konzentration. Ich habe irgendwie ein Gespräch gerade angefangen und dann total verpeilt. Es tut mir leid. Ich kann mich gerade echt nicht konzentrieren. Deswegen bitte nicht böse sein. Oh Gott. Ah, da kann ich auch nochmal zurückfahren. Auch cool. Ah, die denken ja aber auch an alles, ne? Auch wenn das vorhin da so ein bisschen komisch wirkt, aber ey.
Schön. Oh. So, wir haben es gleich. Oh. Hier noch das, dann kriegen wir die Gegenstände und dann noch das letzte, dann sind wir durch. Hier geht's rund. Schwenkheim. Nutze die Drehschalte, um ans Ziel zu kommen. Das ist... Ach, weiß ich nicht. Funktioniert alles noch? Irgendwie leckt die Cam so ein bisschen, glaube ich. Mal ich deaktiviere. Oh Gott, jetzt hat die total viele Ankerpunkte hier bei OBS. Was haben die gemacht? Ist alles so unübersichtlich geworden. Ich habe da irgendwas explodiert. Oh Gott. Oh. Synchron. Ja. Hoffe jetzt auch noch. Was die Drehschalter. Okay, ich kann die kaputt schießen. Alles klar. Ich hab's gesehen. Ich wollte aber erstmal gucken, was. Was das so auf sich hat, weißt du? Ich bin am überlegen, ob ich mir Samstag tatsächlich vom Stream frei nehmen soll. Ein bisschen mit den Kollegen irgendwie Filme gucken oder so. Ich hab irgendwie Bock drauf. Ja, also der schießt auch. Oh. Jetzt auch so viele neue Filme, aber ich kann die noch nicht gucken, weil ich die erste Zeug zum Zeigen zeigen will. Oh. Das ist gut. Wird geparkt. Und so ein lustiger Kreisel. Ach, ich sehe. Okay. Weil damit fliegen die Dinger jetzt da rum und machen den Schalter an. Das ist cool. So, jetzt fährt er aber ja nicht mehr zurück. Muss man das jetzt ja wieder drehen. Oh. Oh, ich mag das. Sowas finde ich cool, wenn man so ein bisschen sowas zum Nachdenken hat. Ja, box die weg, du Arm. Der hat die gar nicht weggeboxt, der hat die einfach runtergeschmissen. So ein Mistkerl. Digga, Hammer. Ich habe vorhin auch weiter Marvel geguckt. Ich habe die letzten, ich habe ja gestern Civil oder vorgestern Civil, vorgestern Civil War geguckt und gestern habe ich, weiß ich gar nicht mehr, gestern auch was geguckt. Ich schon wieder vergessen. Mal sehen. Oh, interessant. Ich kann mich gar nicht so schnell drehen. Irgendwie. Was machen? Oh. Oh Gott, das war das knapp. Das bollert hier wieder. Schön. Oh, wir haben es. So. Oh.
Neue Einträge im Chatlog. Schau rein, wenn du Zeit hast. Oh, wir haben alle. Okay, dann zählen die beiden gar nicht mehr. 6 Sets? Was? Du lagst ja fast 9 Zugang. Ja. Ich glaube, ab jetzt nenne ich dich 8. Wow. Ist sogar, wenn ich wirklich heiße. Also, im Spiel. Obwohl, vielleicht im Real Life? Dieses Set, ich kann meinen Dank nicht ausdrücken und doch muss ich es tun. Ein Symbol meiner Dankbarkeit. Nutze es im Land da oben. Kamabo-Stiefel-Replik erhalten. Diese Belohnung ist verwendbar, solltest du. Ja, okay. Ruhe. Da habe ich auch meine Träume verfolgt. Bin sicher, es nicht mehr weiter ging. Bin mal gespannt, was wir als nächstes bekommen, ne? Das einengende Dingsbobs-Depot. Aber guck mal. Okay, da oben ist dann noch E1. Aber das gehört ja zum anderen, ne? Okay, haben wir dann das dritte Dingsbums. Bin mal gespannt, wie das was passiert, wenn wir das vierte haben. Ich finde das so cool gestaltet, ne? Aber nur um hier einmal lang zu laufen, das Ding zu holen, finde ich halt echt schade. Das hier kommt mir verdächtig vor. Och, mich erinnert das hier gute alte Blaufloss-Depot. Das alles ist doch immer dasselbe, ne? Was haben wir jetzt? Ja, jetzt haben wir die Kanne vom Mixer. Und nur noch der Deckel. Sieht mal so cool aus, wie die das dann da lang schiebt. Oh, mein Bruder hat mir eine Nachricht geschickt. Oh, toll. Ein Reboot der Teletubbies kommt zurück mit neuen Erzähler. Wow, am 14. November. Die haben es anscheinend nötig. Ist nicht erst letztes rebootet worden? Ah, ich bin schockiert. Glückwunsch, du hast das dritte Dingsbums gefunden. Und noch eins und du kannst zum Land der Verheißung. Ich glaube an dich. Frag mich, was passiert, wenn ich das hab. Muss ich dann direkt zum Land der Verheißung oder kann ich noch ein bisschen weiterzogen? Warum haben wir Nummer 93 gefunden? Ich sollte Poster aufhören. Genau das mache ich. Moment. Bin ich gespannt, wie kanonisch Nummer 3 aussieht. Na, wie ist das? Exaktes Ebenbild, oder? Ah! Ja gut, also so haben wir uns ja auch gestaltet eigentlich. Also auch weiblich. Ne, das passt so nicht. Sieht gut aus. Ja, wieso passt das nicht? Das passt perfekt. Haben wir denn noch? Moment. Ich glaube, ich habe Nummer 3 so gemacht. Ja, das fällt dir noch was ein. Augenfarbe war blau. Und darunter schreiben wir, haben sie dieses Mädchen gesehen? Moment, kann ich auch die Haare anpassen? Das ist das exakt selbe Bild, oder? Nö, das passt so nicht. Achso, das war nur für Geschlecht, okay. Wieder immer wieder. Ich frage mich, was passiert, wenn er irgendwann keinen Bock mehr hat. Oder schreiben wir, haben sie das Mädchen gesehen? Ohne jeden Zweifel. So, ich bin fertig. Ich glaube, das war richtig so, ne? Wenn ich das hier aufhänge, sollte man es gut sehen können. Gesundheit. Lukas. Na, alles klar. So, letzte Mission. Und Melika auch gesund. Ich hoffe, sie ist nicht so nervenaufreibend. Ach so, hier ist sie. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso ist denn hier nichts los? Aber das ist ja noch der hier. Auf nach E. Nicht alle auf einmal. Horden. Ordensleben? Verteidige die. Das war geiler. Ja, das klang ganz gut. Muss man schon sagen. Bitte sei nicht so schwer. 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 Sag nichts. Nur noch treffen kann.
Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wenigstens nicht so wie das andere Level. So. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber irgendwie ist die Camp. Ist das nicht so richtig? Oh, guck mal. Warum sind so Anhänger? Das sind wie diese Switch-Anhänger, die es gibt. Aber ich glaube, es gibt so welche, da kannst du kleine Switch-Spiele reinpacken. Aber es sind so eher so Büchlein, ne? Wenn du dir treffen würdest, Bast, dann wäre das alles, glaube ich, ein bisschen besser. Hallo? Triffst. Hä? Was? Okay, das wird noch sehr unschön. Ist das so? Ja? Ich würde auch sagen, immer wieder dazwischen dagegen schießen, aber aktuell ist voll geladen und ich weiß auch nicht, wie weit ich da... Hä? Warum hat er so weit nach rechts jetzt geschossen? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Auf jeden Fall jetzt ein paar, was ich vorhin noch erzählen wollte, ein paar Anime gekauft. Darunter, hab ich vergessen. Ja, wir haben es geschafft. Weiß ich gar nicht mehr. Nachbar Totoro und sowas, da freue ich mich drauf. Aber hey, wir haben den Octavio als Dings. Ja, okay, also die Mission fand ich ein bisschen anstrengend, aber sie war auch. Wir kommen in den Bereich, wo ich immer sage, die sind okay, aber sind halt trotzdem doof. So. Okay, was ist das überhaupt? I. Und dann haben wir fast ja alles fertig, wenn wir hier noch G. A, E, F, G. Wir hatten jetzt E, ne? Jetzt kommt F. Ne, F hatten wir, jetzt kommt G. Ja, das ist ja hier. Dann haben wir alle davon. Da fehlen ja nur noch 1, 2, 3, 4. Weil die machen wir alle hier. FG und da kommt H. Das ist H und da kommt I. Warte, ist das nicht? Nee, das ist I. Entschuldigung. Was ist das? Das J? Ja, es gibt auch noch J. J ist, haben wir auch dann nichts mehr. Da sind das nur noch 3. Das ist erschreckend. Ja, und danach mal gucken. Danach mal gucken. Oh, wir hatten ja einen Chatlog-Nachricht. So, die lesen wir natürlich auch noch. Ich gehe jetzt. Du hast wieder die Feststelltaste in OP. Ich gehe jetzt. Hey, du hast sie gefunden. Alte Chatroom betreten, was? Na, was läuft, Perla? Ich versuche, einen alten Tintfisch neue Tricks beizubringen. OP hat es bis eben nur in Großbuchstaben getippt. Ich glaube, du hast ein Talent dafür, Dinge zu beizubringen. Wer ich? Ich mache diese Noten. Und das lachende Gesicht und die Emojis anzuzeigen. Das musst du dir dann irgendwo finden. Weißt du noch, als ich gerade in der Oberfläche gekommen war, ich konnte die Inkling-Sprache so gut wie gar nicht, aber du hast es mir alles beigebracht, Perla. Oder, ja, das weiß ich noch, du hast eine Handvoll Worte gekannt, als auf dem Berg Krakus das alles mal begegnet sind. Mutter. Hey, ich bin eine Woche lang jeden Tag da hinten und habe auf dich gewartet. Ja, wir haben gerade ein paar Sprechübungen zum Aufwärmen gemacht. Du sagst so, lass uns zusammen eine Band gründen. Das war schon ein bisschen unheimlich. Leid, aber wenn ich dich diesmal getroffen hätte, wäre ich heute nicht hier, Perla. Ich finde es interessant, dass die eine andere Sprache haben. Oha, und einmal hast du einen Song mitgebracht, den du ganz allein geschrieben hast. Ich habe die Datei noch irgendwo. Momentchen. Zack. Oh. AppFlow-Demo. Schon irgendwie lustig. Das ist nur von Marina, der Part von AppFlow. Das habe ich ewig nicht gehört, die Demos auf Apple Flow. Wie mache ich Fragezeichen? Oh, wir haben den Obi ganz vergessen. Das Fragezeichen sollte unten rechts und Keyboard sein. Probier's mal aus. Ich wollte Keyboard. Du hast die Demo auf einem halben Ratz Keyboard eingespielt. Aber ich habe direkt gemerkt, dass da ein paar gute Hooklines drin waren. Ich
bin auf ewig dankbar, dass du dein Studio bei dir zu Hause hast benutzen lassen. Fragezeichen. Das stellt ja auch gar nichts. Wir sprechen nur darüber, wie wir gleich gewusst haben, dass der Song ein Hit ist, Opi. Also echt mal. Ich glaube, er übt nur seine Fragezeichen. Oh, mein Fehler. Ich weiß auch, als ich dich das erste Mal habe rappen hören, waren es in die Reime, kamen ganz locker in Offbeat und die Triolen haben sich lässig angefühlt. Aber wie lange geht das doch? Ja, was? Keine Ahnung, was du meinst. Lass mich einfach von Flow tragen. Fragezeichen. Mit der DJ und Schwerpe OP, das ist doch nicht so schwer. Ich glaube, er übt immer noch. Ja, aber es ist nett. Es ist nett. So, genau. Wir haben jetzt hier auch recht viele Dinger, ne? EHI. Also lustig, dass wir schon so viele von den anderen mitgesammelt haben. Na, so, dann würde ich sagen, dann war das wieder mit dem Octoex Fetish Pass. Mal gucken, vielleicht spielen wir gleich noch eine Runde oder wir spielen was anderes. Mal gucken, machen wir spontan. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, ja. Nee, wir machen jetzt noch weiter hier im Stream, aber hier ist erstmal Schluss.